Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Whispered World. Ich gehe mal schnell zum Bäumchen, weil, also letztes Mal sollen wir zu dieser Insel da kommen, wo Kalida ist, und ich denke mir mal, dass wir da mit dem Kanonenrohrtrick irgendwie hinkommen. Ihr Lichter, die sind doch neu, oder? Hä? Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Irrlichter. Wo sind sie denn jetzt hin? Jetzt sind sie weg. Na, ich glaube, das war nicht so... Ich hätte, glaube ich, die klebrige Schildkröte mit der irgendwie anwenden können. Ich gehe mal schnell zu der Höhle. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert ist. Aber irgendwie müssen wir doch das Spinnennetz da wegbekommen. Vielleicht mit der klebrigen Schildkröte? Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Ich meine, die klebrige Schildkröte. Messer ging ja alles auch nicht. Schaufel alles auch nicht. Ich gehe nochmal, wie sind die Irrlichter nochmal da? Ich habe jetzt ja gar keinen Plan, wie es hier weitergeht. Also müssen wir mal ein bisschen rumprobieren. Gehe ich nochmal schnell zurück. Die Schüssel haben wir ja bekommen, als wir den Spot da draufgeschmissen haben. Und davor hat er ja noch gesagt, dass wenn nichts kaputt macht, wenn ein Opfer steckt, Dings, ihr wisst schon. Opfer. Opferstätten. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann genauso gut klettern wie eine Schildkröte. Gar nicht. Das ist natürlich schlecht, aber wie? Stein. Ah, der ist neu. Vielleicht haben sich da die Irrlichter unten drunter ver... Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Kahle Stelle. Da ist nichts. Nur ein kahler Fleck. Seltsam. Hallo, Irrlichter? Wo sind denn die Irrlichter hin? Die sind wohl weg. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Das ist hier alles... Die Irrlichter sind jetzt weg. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ruinen, Ufer, Zirkus. Ich möchte jetzt gerne den Kanonenrohrtrick üben, damit wir auf die Insel fliegen. Wenn es denn überhaupt so geht. Was ich ja ein bisschen bezweifle. Wahrscheinlich geht es noch schwieriger. Oder halt noch ein bisschen komplizierter. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwas hier machen. Aber hier haben wir doch eigentlich schon alles getan. Notizen, Rezepte, Kessel. Und da irgendwas reintun geht wahrscheinlich auch nicht. Und was sollten wir denn, wenn da reintun? Da muss ich mir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn ich die nächste Folge mir wieder angucke, ich rede nochmal mit dem Opa, muss ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen kundig machen, wie es dann weitergeht. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ich werde euch verlassen. Na gut. Aber sei bitte zum Essen wieder da. Nein, Opa. Ich verlasse euch für eine ganze Weile. Liegt es am neuen Rezept? Nein, Opa. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann die Wahrheit verkraften. Mach's gut, Opa. Ich werde dich vermissen. Bis später. Kopf hoch, Ben. Ja, bei der Falle können wir sicher auch nichts machen. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noai-Eier für ein Omelette benutzt. Noai-Eier waren es nicht diese Eier, was diese Kreatur, dieser Schattenmolch, hatte? Das könnte doch eigentlich sein. Aber ich gehe trotzdem nochmal schnell zum Baum. Vielleicht sind die Irrlichter wieder da. Warum kommt denn jetzt plötzlich von da? Kescher. Ich glaube, ich hätte die Irrlichter mit einem Kescher einfangen sollen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so schlimm ist, dass die jetzt erstmal kurz weg sind. Hoffe ich doch mal. Aber ich glaube nicht, sonst wäre es ja ein bisschen komisch.
Gibt es hier denn noch irgendwas? Ja, hier gibt es noch ganz viel. Zunge, Statue, Loch. Kann ich vielleicht das Loch sprengen, indem ich den Spot ins Loch tue? Wie konntest du das bloß tun? Weißt du eigentlich, in was für Schwierigkeiten du mich da gebracht hast? Ach nee, da war... Ich hab den da doch schon mal reingesteckt. Guck mal, Spot. Ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Hm. Was gibt's hier denn noch? Statue, das ist beide Statue, Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Da gehört der Flüsterstein rein. Den hast du da schon reingesteckt? Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Hm. Wir können natürlich auch den Spot einfach aufschneiden. Spot mag keine Messer. Nicht seit Ben mich zu dieser Messerwurfnummer gezwungen hat. Spot hat mir sofort verziehen, aber mein schlechtes Gewissen hielt noch Wochen an. Ja, das geht natürlich nicht, weil da ist ja, der Flüsterstein ist ja bei dem drin. Ah, was ich mir gerade denken kann, vielleicht kann ich mit der Schaufel das Loch, also nicht das Loch da, wo wir den Stein hochgehoben haben, vielleicht können wir da mit der Schaufel graben. Kahle Stelle. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Da sind sie wieder. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Gut, dann haben wir es doch mal schon mal geschafft. Ja, wir haben schon mal ein bisschen weitergefunden. Pfütze. Ich glaube, dann sind wir unter dem Baum und dann... Hm... Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Na, wer sagt's denn? Ja, kein Zweifel. Da ist Petroleum im Wasser. Ja, kein Zweifel. Da ist Petroleum. Sag ich das gleich, ich gehe mal nach oben. Na, perfekt, da haben wir es doch. Kann ich denn die Bomben da einfach reintun? Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Okay. Also du kannst sie dann nicht reintun. Aber was haben wir denn sonst? Wie geht denn der wieder nach unten? Baum. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Aber wie komme ich denn jetzt hier nach unten? Gar nicht mehr, oder? Ich hoffe mal, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Und wenn er schießt, dann muss er ja so eine Kurve machen. Hm. Ich glaube nicht, dass es irgend... Was denn hier? So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer... Okay, da sagt er wieder das gleiche, aber ich habe jetzt keine... Ahnung, wie wir hier nach unten kommen. In dem Zustand würde sich Spot vielleicht sogar als Propfen eignen. Aber ich habe noch genug Anstand, um nicht meinen besten Freund in die Luft zu sprengen. Okay. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Okay, das passt doch schon mal. Aber dann gucken wir uns hier ein bisschen in der nächsten Folge an, oder... Ich denke mal, Fallschirm... Geht vielleicht der Kescher oder etwas anderes. Auf jeden Fall müssten wir es doch eigentlich dann schaffen, hier dann zu fliegen. Also in der nächsten Folge würde ich sagen, fliegen wir ein bisschen mit dem Fallschirm. Oder nicht mit dem Fallschirm, sondern mit dem Kanonenrohr zur Kalida. Ich hoffe mal, dass wir die da drüben finden werden. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme. Ciao!